Herzlich willkommen aus meinem Informationskanal für vedische Astrologie. Mein Name ist Gerhard Feiner und ich bin Lehrer der vedischen Astrologie-Schule. In diesem ca. 15 bis 20-minütigen Video geht es um die Deutung des Monats Oktober 2023 für Sie als Aszendent Widder anhand des vedischen Monatshoroskops. Zwei kurze Hinweise, ehe wir gleich loslegen. Erstens, wie immer, die Deutung anhand von Ihrem Aszendenten aus. Wenn Sie diesen nicht kennen, ja, dann bitte ich Sie, diesen nachzuschauen. Unterhalb dieses Videos ist ein Gratis-Link, wie Sie Ihren Aszendenten, das ist das erste Haus, ja, ermitteln können, um dann hier das richtige Video auswählen zu können. Dann natürlich wären auch die Planeten in Ihrem Geburtshoroskop wichtig. Die kenne ich natürlich nicht, weil ich Ihr Geburtsdatum nicht habe. Trotzdem auch allein anhand Ihres Aszendenten sind schon interessante Rückschlüsse auf Basis der Transite der Planeten durch die 12 Häuser möglich. Besser, aber nochmals, wären eine Deutung anhand Ihres Geburtsdatums mit Geburtszeit und so weiter. So etwas, das ist jetzt die zweite Sache, macht meine Ehefrau Brunhilde Feiner. Sie ist auch hauptberuflich tätig in der vedischen Astrologie und sie bietet jetzt ganz besonders bis zum Ende des Monats einen Herbstmarkt an, wo Sie sogar vergünstigt vedische Horoskope beziehen können. Eine besondere Chance. Wenn Sie sich also für ein manuell ausgearbeitetes vedisches Horoskop interessieren, ist das jetzt Ihre Chance. Unterhalb dieses Videos ist also auch der Link, wie Sie auf Ihre Seite kommen. Ja, dann letzter Hinweis noch, dann geht's auch schon los. Natürlich finden Sie auch noch in der Videobeschreibung Links zu meinem Blog, dann auch noch zu meiner Schule-Seite und, was immer sehr gerne gelesen wird, meinem Newsletter. Jetzt geht's hier auch schon los. Wir haben hier erstmal Ihren Chart mit wichtigen astrologischen Daten, dann den Stand der Planeten am 1.10.2023. Nun, erstmal einen Überblick für Sie, damit Sie wissen, wie der Monat Oktober energetisch eingebettet ist. Die Besonderheit im Monat Oktober ist, dass wir zwei Finsternisse haben, und zwar am 14. Oktober und am 28. Oktober. Am 14. Oktober in der Waage. Das betont die Achse Haus 1, Haus 7 in Ihrem Horoskop und eine Mondfinsternis. Diese ist im Zeichen Stier. Das betont die Achse Haus 2, Haus 8 in Ihrem Horoskop. Wir werden gleich noch mehr darüber reden. Es sei gleich an der Stelle darauf hingewiesen, dass es deswegen sinnvoll ist, in der Zeit zwischen dem 11. Oktober und 17. Oktober und dem 25. Oktober und dem 31. Oktober keine Vorhaben neu zu beginnen, große Vorhaben zu beginnen von großer Wichtigkeit, da die Erfolgsaussichten Ihres Vorhabens unter dem Einfluss dann einer Finsternis wären, sodass die Erfolgsaussichten reduziert wären. Also nicht unbedingt, ja, ich sage jetzt einmal, eine Firma gründen in der Zeit oder einen Heiratstermin legen und so weiter. Dann möchte ich auch nochmal darauf hinweisen, weil die Mondfinsternis kann gesehen werden, auch in unseren Breiten. Trotzdem empfehle ich nicht, Finsternisse zu beobachten. Eine Finsternis kommt dadurch zustande, dass Dämonenplaneten, die großen Scheiben am Himmel, also König und Königin, das Licht von Sonne und Mond verschlingen. Davon wird abgeraten, weil man dadurch seine Aufmerksamkeit auf diese Energien richtet, was aber laut den Veden man nicht machen sollte. Dann weiterer Hinweis, auch sehr interessant, beide große Planeten, Jupiter und Saturn, sind rückläufig den ganzen Monat Oktober. Das bedeutet, ja, Sie werden jetzt noch intensiver in den Häusern, in denen Sie stehen, ja, bei Ihnen Haus 12 und Haus 2, das ist das Haus der Einnahmen und das Haus der Ausgaben,
sich bemerkbar machen. Zudem auch noch wichtig, wir haben seit dem 24. September bis zum 12. Oktober eine seltene Dreierkonjunktion hier im 7. Haus bei Ihnen, ja, in der Waage ist es. Und das bedeutet, dass wir hier sehr viel feurige Energie haben, ja, in diesem Bereich. Und so ist besondere Achtsamkeit darauf zu legen, wie Sie mit Ihren Mitmenschen umgehen, beziehungsweise Sie werden einige Dinge jetzt über sich selbst lernen, ja, aufgrund der Verhaltensweisen von anderen. Die werden Ihnen einiges spiegeln, ja, was Sie an sich auch dann korrigieren sollten. Dazu kommt, dass Mars, und das ist ja auch wichtig, gerade für Sie als Aszendent Widder, ab dem 22. Oktober, da ist er dann schon raus, sogar im Skorpion, verbrannt ist, weil er astronomisch zu nahe an der Sonne dran ist. Die Folge ist, dass Mars-Themen, ja, und ich meine, Mars regiert ja auch ihr erstes Haus, also zeigt auch ihren Lebenspfad, gesundheitliche Themen an, steht aber auch allgemein für Immobilien, Energie und andere Dinge, in der Zeit, wo er rückläufig ist, leidet. Und das bedeutet eben, dass ja, Sie Ihre Erwartungen hier auf Mars-Themen und die Häuser, die er regiert, nicht so hoch ansetzen sollten. Bitte, keine Sorge jetzt, wenn ich jetzt hier irgendwie gesundheitlich was sage. Sie wissen, das müssen keine großen Sachen sein. Da kann es Ihnen gehen wie mir, dass so, weil das Kreuz ein bisschen wehtut, ja, oder mehr wehtut oder Sie sich schlapper fühlen, ja, keine Kraft da ist. Aber trotzdem sollten Sie halt mit sich besonders achtsam oder noch achtsamer umgehen. Und vor allem auch mit einem verbrannten Mars muss man sehr, sehr vorsichtig umgehen. Ansonsten sei noch vermerkt, dass Merkur verbrannt ist, auch vom 9. Oktober bis 28. Oktober. Das bedeutet, Vorhaben zu starten in dieser Zeit für Themen, die von Merkur angezeigt werden, ist kein so guter Zeitpunkt. Sie wissen, Merkur steht für Business, Merkur steht für meinetwegen große Reisen. Dann sollten Sie auch so ein Vorhaben, wenn Merkur verbrannt ist in einer solchen Zeit, nicht beginnen. Ansonsten kann man immer nur empfehlen, wenn Sie wirklich genau wissen wollen, wie das bei Ihnen individuell ausschaut, mit günstigen Möglichkeiten, dass Sie sich eben ein Muhurta-Horoskop erstellen lassen. So, das waren jetzt erstmal allgemeine Beobachtungen. Aber wir steigen jetzt noch mal ein bisschen ein, auch noch individueller, wie Ihre Häuser durch die Transitplaneten beeinflusst werden. Die äußeren Planeten haben ja ihre Position nicht verändert. Die sind ja zwischen 1 und 2,5 Jahre im gleichen Haus bzw. gleichen Zeichen, also Jupiter, Saturn und Rahu Ketu. Diese drei langsam laufenden Planeten formieren dadurch ihr Schicksal, ja. Und so ändert sich daran nichts. Allerdings sei noch mal kurz daran erinnert, dass es eben diese drei Faktoren, die längerfristig eine Auswirkung haben, richten einmal mit Rahu ganz stark den Fokus auf ihre Selbstentwicklung. Das heißt, dass sie sich mehr jetzt von dem allgemeinen Trend lösen und mehr zu sich kommen, weil für sie ist die Masse sowieso nichts und jetzt gleich zweimal nichts. Jetzt geht's noch mehr darum, in die Individualität zu kommen. Und dabei werden sie flankiert von einem Jupiter, der ein Stück weit ihnen hilft, ja, dass sie trotz einer eher schwierigen Zeit mit ihren materiellen Verpflichtungen ganz gut klarkommen. Oder zumindest Glück haben oder Lösungen finden, wie sie damit umgehen können. Denn gleichzeitig mit Saturn in Haus 12 sehen wir, dass Spannungen da sind, dass einige Dinge ja mit ihren Verpflichtungen oder anderen Dingen eben hier Schulden aus dem Ruder laufen könnten. Nun, jetzt wollen wir mal
auch noch bewerten, dass dadurch, dass die Sonnenfinsternis ja in der Waage ist und dass die Mondfinsternis im Stier ist, werden die Häuser 2 und 7 oder die Achse Haus 1, Haus 7 und Haus 2 und Haus 8 auch besonders wichtig. Und für, wenn Sie so wollen, so, also da geht es um Sie und die anderen und es geht auch um das Geld und das Geld von anderen, ja. Das sind so mal die Themen, mit denen das Ganze vernetzt ist. Das heißt, es spielt hier oder wirkt hier stark mit rein. Jetzt gehen wir aber den Monat noch ein bisschen durch, ja, wie der Monat so durchläuft. Und dann, weil jetzt die langsam laufenden Planeten haben wir ja schon besprochen. Der Merkur ist nur in den ersten paar Tagen in der Jungfrau. Das ist noch ganz gut. Sie könnten ganz gut was mit Diäten machen in der ersten Zeit, solange Merkur eben hier in der Jungfrau ist. Und dann geht er aber in die Waage. Und dadurch haben wir dann hier sogar die 4 Planeten. Ja? Merkur ist verbrannt, das sehen Sie ja dargestellt. Da habe ich schon auch darauf hingewiesen. Auch die Venus ist nur ein paar Tage hier im Löwen und geht dann in die Jungfrau. Ich muss jetzt mal genau nachschauen. Also Merkur geht ab 6. in die Waage und Venus geht ab dem 10. in die Jungfrau. Venus in Jungfrau ist von daher ganz gut. Ja, Venus ist ja der Heiler. Kann für gesundheitliche Probleme helfen, ja. Kann ein bisschen Frieden stiften, mehr mit Spannungen, ja, weil 6. Haus steht ja für die Feinde. Aber, wie wir gleich sehen werden, ist die Venus ein sehr wichtiger Planet, weil sie regiert ja diese ganze Ballung von Planeten hier in ihrem 7. Haus und steht im 12. Haus von der Waage ausgezählt. Das bedeutet, da komme ich eben jetzt schon zum nächsten Thema, und zwar der Mars, der hier eben mit der Sonne und Ketu und dann nach dem 6. Oktober auch mit Merkur zusammen ist, die betonen eben sehr stark ihr 7. Haus. So geht es sehr stark um das Thema Beziehungen oder vielleicht auch um das Thema Auswandern oder Ausland oder auch Selbstständigkeit oder weite Reisen. Das sind alles Themen des 7. Hauses. Da drin kann es jetzt etwas, sagen wir mal, knirschen. Wir haben hier, zu viel feurige Energie, unbalancierte Energien. Und das Ganze, ja, müssen wir mal nach dem Herrscher schauen, das ist die Venus, die ist hier im 6. Haus. Von der Waage, von ihrem 7. Haus, steht im Haus der Schwierigkeiten, der Feinde, der Hindernisse. Und ich brauche Ihnen nicht erzählen, in der Jungfrau ist die Venus auch gefallen. Das bedeutet, es kann also Streit geben oder es können sich Feinde entpuppen oder es können natürlich auch, ich sage jetzt einmal, gesundheitliche Themen stärker in den Vordergrund treten für Sie. Ja? Das sehen wir auch deshalb, ja, weil Saturn ja auch dieser Venus vis-à-vis ist, mal von ihm abgesehen. Diese Ballung von Sonne, Mars, Ketu, Merkur deutet darauf hin, dass es sehr wichtig ist, wie Sie in einer Phase bei zunehmenden Spannungen umgehen, ja. Weil, wenn jetzt bestimmte Dinge nicht so laufen, auch im Allgemeinen, im Kollektiv, weil wieder bestimmte Dinge kommen, ja, wo man sagt, ja, was ist denn jetzt wieder los, sind Sie halt auch gefordert, wie kommunizieren Sie mit anderen, die eine andere Sichtweise haben wie Sie? Werden Sie da angreifend, verletzend, zornig, böse,
verletzen in Gedanken, Worte und Taten ihre Mitmenschen, das wäre nicht zielführend, dann belassen sie sich ja mit Karma, was ja dann auch wieder zu ihnen zurückkommt. Stattdessen wäre es gut, eben ihre feurige Energie positiv auszuagieren und das eben nicht im Bereich der Mitmenschen, wo ihnen was nicht passt, an denen hier zu entladen. Nun, das Ganze kann aber, wie gesagt, in Zusammenhang auch stehen damit, dass auch kollektiv sich Dinge verändern, die wieder für mehr Spannungen in der Gesellschaft sorgen. Ja, mit etwas, was wir schon mal hatten. Dann gehen wir mal weiter. Dann sehen wir, dass der Mars rausgeht. Und zwar am 12. ab 13.10. geht er in Skorpion. Da haben wir das achte Haus. Ich meine, das ist der Herrscher ihres Aszendenten. Da steht er natürlich auch nicht gut. Da ist da die Zeit, ja, wo sie sich irgendwie bedroht fühlen oder blockiert fühlen, ja. Zumal Mars auch verbrannt ist, im achten Haus steht. Die Verbrennung dauert ja auch sogar noch länger. Wobei aber das achte Haus, wenn dazu kommt, das schwächt noch mehr, macht es etwas schwieriger für sie, ja. Das bedeutet, weniger impulsiv handeln, schauen, dass sie in der Ruhe bleiben, Streit aus dem Weg gehen, wenn sie für die Wahrheit eintreten wollen, dann liebevoll, klar, aber wenn sie merken, dass es in ein endloses, sinnloses Gerede geht, dann zieht man sich eben zurück, ja, weil das einfach nichts bringt. Gut, dann gehen wir mal weiter. Der Neumond ist ja am 12.10., am 14.10. in der Waage. Und das ist ja auch der Tag der Finsternis, die primär über Amerika und Südamerika, Nord- und Südamerika gesehen werden kann. Weniger, also nicht bei uns. Trotzdem hat natürlich die Finsternis immer Auswirkungen. Und jetzt kann ich mal nachschauen, ob ich das jetzt richtig gesagt habe. Ja, genau, richtig, Nord- und Südamerika. Und Sie sehen schon, das betont nochmal Ihr siebtes Haus. Siebtes Haus steht für zwischenmenschliche Beziehungen, aber auch Ihre Partnerschaft. Ja, wenn ich vielleicht nachher vorher nochmal ergänzen müssen. Auch das Thema große Reisen, Selbstständigkeit, Ausland. Das sind so diese Schlüsselthemen des siebten Hauses, aber auch das Kollektiv, die Mitmenschen, ja. Und da wir hier jetzt auch die Finsternis drin haben, weil der Neumond hier auch von Ketu, diesem Schattenplaneten, beeinflusst wird, betont es abermals das siebte Haus und so, das muss, das betont eben auch nochmal, dass Spannungen in dem Bereich, ja, sag ich jetzt mal, zu erwarten sind. Zumal der Herrscher des siebten Hauses, die Venus, im zwölften von ihm ist. Dann kommen wir weiter. Dann geht der Merkur ja sogar rüber ins achte Haus, zum Merkur dort, zum Mars dazu. Und da sehen Sie schon, dass Sie damit zwei Planeten im achten Haus haben. Achte Haus steht halt auch generell für Blockaden, so könnte man sagen. Das ist übrigens ab dem 23. Oktober der Fall, dass der Merkur da reingeht. Ja. Und dann kurz drauf geht auch noch die Sonne ins achte Haus. Und ich meine mit Mars und Sonne, das sind beides ihre wichtigsten Persönlichkeitsplaneten, dass die beide da im achten Haus sind. So, sage ich nochmal, sind sie achtsam. Ja, so setzen Sie keine zu hohen Erwartungen in das, was Sie in dieser Zeit erreichen wollen. Ja,
Positiv nutzen könnten Sie diese Energien, indem Sie sich halt mit Tabuthemen beschäftigen, ja, über die keiner reden will, ja. Ich sag's Ihnen, aber es liegt ja an Ihnen, weil das ist die Möglichkeit, wie Sie das achte Haus positiver werden. Das achte Haus steht für Ihre psychologischen Traumas und Schattenseiten und Schwächen. Es steht für die Auseinandersetzung mit dem Tod. Es steht für Traumas, ja. Es steht dafür, dass wir uns unseren größten Ängsten stellen, uns mit unseren Süchten beschäftigen, ja, weil auch das sind Dinge, die uns an die Erde binden. Solange wir in der Sucht sind, ja, kommen wir auch immer wieder her, weil wir nicht frei sind. Und wenn wir nicht frei sind, kann die Seele nicht zurückkehren in ihre ewige, spirituelle, schönste Heimat. Nun, das wären meine Vorschläge, wie Sie das achte Haus produktiv nutzen können. Dann kommt noch der Vollmond dazu. Das ist dann 14 Tage später am 28.10. Und dadurch haben wir ja, weil hier der Rahu nicht weit weg ist, eine Mondfinsternis, die man sogar in Europa sehen kann, die sogar fast von der ganzen Welt gesehen werden kann, außer Nord- und Südamerika. Und naja, das ist im Geldhaus, ja, da geht es um die Finanzen. Also das betont dann materielle Themen, ja, werden dadurch ein größerer Fokus. Aber auch Geld von anderen. Also generell das achte Haus ist ja auch das zweite Haus vom siebten Haus. Das ist das Geld von anderen, also Sozialsysteme und diese Dinge. Und das zweite Haus ist das eigene Geld. Da drin, ja, haben wir eine starke Betonung, ja. Vielleicht wird dort irgendwie etwas klarer, was eben hier nicht so läuft, wie es vielleicht laufen sollte. Okay. Ja, also ich denke, der Oktober wird ein Schlüsselmonat. Wir sollten trotzdem, dass ich meine, dass es etwas, ja, wie soll ich sagen, wieder an das Druck und Spannungen, unerwartete Dinge, dass das Sachen sind, die wieder zunehmen können. Es ist aber unsere Aufgabe, dass wir trotzdem in der Ruhe bleiben, im Gottvertrauen und dass wir eben hier ja, uns nicht durcheinander bringen lassen, sondern an die Führung Gottes nicht nur glauben, sondern auch darum beten und auch Zeit für ihn und mit ihm in Meditation und Gebet verbringen. Das ist das Beste, was wir tun können. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen erfolgreichen Monat. Am Schluss sei noch mal kurz erinnert an den Herbstmarkt, ja. Link dazu unterhalb in der Videobeschreibung und die weiteren Links habe ich ja auch schon erwähnt. Okay, das wäre es gewesen für Sie. Aszendent Widder, Monat Oktober 2023.